Ja, ich habe sie getötet. Hörst du, Mann? Ich habe es geschafft, rief ich und lehnte mich entspannt in meinen Stuhl am Schreibtisch zurück. In der letzten Stunde hatte ich PUBG gespielt und dabei sogar das Zeitgefühl verloren. Mein Rücken tut weh, meine Arme tun weh und ich glaube, ich habe seit 24 Stunden nichts mehr gegessen. Dann kam meine Mutter ins Zimmer. Sie schaute mich enttäuscht an und sprach den schon bekannten Satz. Hast du wieder die ganze Nacht gespielt? Sie öffnete die Vorhänge und das Sonnenlicht blendete meine Augen. Ich habe deine Spielchen so satt, sagte sie wieder und verließ den Raum. Ich öffnete das Fenster, um etwas frische Luft zu bekommen, zog mich um und ging mittags zum Frühstück. Hallo an alle, mein Name ist Bobby und wie ihr vielleicht schon bemerkt habt, liebe ich es, PUBG zu spielen. Ja, ich liebe das Spiel, liebe die Grafik und auch die Tatsache, dass ich ein cooler Spieler bin. Ich habe einige Gamer, die ich bereits kenne, in meinem Team versammelt. Die meisten von ihnen sind meine Freunde im Leben, aber ich liebe es einfach, mit ihnen online zu spielen. Nein, es macht mir nichts aus, viel Zeit mit dem Spielen vor meinem Telefon zu verbringen. Meine Eltern sind wie viele anderen auch dagegen. Meine Mutter beschwert sich oft darüber, dass ich immer einen Weg finde, das Spiel zu spielen, obwohl sie schon das Internet abschaltet und mein Handy wegnimmt. Und es ging so weit, dass ich einmal sogar das Handy eines anderen gestohlen habe, nur zum Spielen, weil meins von meinen Eltern weggenommen wurde. Und dann, eines Tages, da war die Geduld meiner Mutter am Ende. Eines Tages wachte ich wie üblich zur Mittagszeit auf, weil ich die ganze Nacht gespielt hatte. Ich zog mich an und wusch mir das Gesicht und ging zum Frühstück. Aber meine Eltern waren nirgends zu finden. Es war seltsam. Sie gehen am Samstag nie irgendwo hin. Normalerweise sind sie an diesem Tag immer zu Hause. Meine Mutter putzt und mein Vater hängt in der Garage rum. Ich aß, was ich in dem leeren Kühlschrank finden konnte, was auch nicht typisch war für meine Eltern. Nach dem Frühstück wollte ich in mein Zimmer gehen, um mein Spiel fortzusetzen. Aber sobald ich mein Zimmer betrat, bemerkte ich, dass die Vorhänge geschlossen waren. Es war dunkel. Seltsam, denn ich hatte das Fenster geöffnet. Ich legte mich auf das Bett vor Überraschung und rief: Ah, Daddy, du hast mich erschreckt! Er stand in Hemd, Hose und Maske vor mir und hielt mir eine Pistole vor der Nase. Ich habe ihn gefunden. Ich werde ihn töten, sagte er in ein Mikrofon zu jemandem. Es klang wie eine Art schlechter Scherz. Ich sagte, Daddy, komm schon, das ist nicht lustig. Der Spaß ist vorbei. Aber er sprach mit einer so kalten Stimme, so hatte ich ihn noch nie reden hören. Hier habe ich dich also gefunden. Ich frage mich, ob ich dich zumindest im Spiel zu Fall bringen kann. Und er drückte ab. Ich hatte diese Waffe schon früher gesehen. Sie war meinem Vater von einem Kollegen geschenkt worden. Ich wusste, dass sie echt war und mein Herz blieb für einen Augenblick stehen. Ich wollte lachen und gleichzeitig packte die Angst meinen Körper. Er wollte nicht hören. Ich hatte Angst, überhaupt zu atmen. Ist das dein Traum? Fragte ich laut, aber mein Vater drehte nur den Kopf und zielte weiter. Daddy, ich bin's, dein Sohn, rief ich und merkte, dass mein Vater den Verstand verloren hatte. Er wollte mich umbringen. Ich warf ein Kissen nach ihm und in diesem Moment schoss die Waffe nur ein paar Zentimeter an mir vorbei. Das Geräusch ließ mich schreien und die Treppe hinunterlaufen. Ich rannte in das Zimmer meiner Mutter, aber sie war nicht da. Ich rannte nach draußen und lief zur Garage. Mein Vater folgte mir, meine Hände zitterten, meine Kehle war trocken. Ich musste zum Telefon gehen und die Polizei anrufen, aber das Telefon war in der Küche. Während mein Vater sich auf den Weg in die Garage machte, deren Tür ich mit Stühlen zugestellt hatte, kletterte ich durch einen anderen Gang hinaus und rannte Richtung Küche. Dort gelang es mir, nach dem Telefon zu greifen. Mit zittrigen Fingern wählte ich die drei kurzen Ziffern. 911. Und hörte nicht einmal den Rufton. Hinter mir war jemand zu spüren. Meine Mutter stand da, hielt ein Messer in der Hand und schnitt gerade das Telefonkabel durch. Ich drehte mich mit Entsetzen in den Augen zu ihr um und bevor ich an etwas denken konnte, sagte sie, ich habe ihn gefunden. Er ist in der Küche. Mom zog eine weitere Pistole aus ihrer Gesäßtasche und zielte damit direkt auf meine Stirn. Meine Beine zitterten. Mama, ich bin's, dein Sohn. Was machst du da nur? Flehte ich. Aber sie schaute mich so gleichgültig an und sagte, dass ich jetzt nur der Feind auf dem Schlachtfeld sei. Und sie drehte den Kopf zur Tür.
In diesem Moment klingelte jemand an der Tür und sie drehte den Kopf zur Tür. In diesem Moment schaffte ich es, durch die Hintertür raus auf den Hof zu laufen. Die Nachbarn kamen herüber und sie sahen gerade noch, wie meine Mutter die Hand ausstreckte und ihre Waffe direkt in das Gesicht von Miss Hilton abfeuerte. Ah, schrie ich. Oh nein, das ist ein Albtraum. Sie hat sie gehört. Sie hat unsere Nachbarin getötet. Was zum Teufel ist hier los? Ich rannte hysterisch in Richtung Schule. Ich wollte dort wenigstens in Deckung gehen. Ich sah, wie sie und mein Vater sich über irgendetwas verständigt. Und mein Vater auf mich zuging und die Mutter auf die anderen Nachbarn. Während ich rannte, hörte ich noch ein paar Schüsse. Und dann hörte ich Menschen schreien. Ich konnte kaum noch atmen. Würde dieser Albtraum niemals enden? Ich rannte auf die Schule zu und begann zu keuchen, als hinter mir das ohrenbetäubende Dröhnen eines Motors ertönte. Oh nein! Ich drehte mich um und sah das Auto meines Vaters mit halsbrecherischer Geschwindigkeit auf mich zukommen. Und hinter dem Denkrad saß er selbst. Ich dachte eine Sekunde lang, ich sei verrückt, aber es war zu real. Ich fing an, durch die Gassen zu rennen, rannte hinter Gebäuden, versteckte mich im Gebüsch, hinter Bäumen. Aber er holte mich ein. Es war, als könnte er durch mich hindurchsehen. Und als ich schon fast bei der Schule war, hörte ich die Stimme meiner Mutter. Komm schon, rief sie meinem Vater zu. Er solle schneller fahren. Aber ich habe es geschafft, hineinzulaufen. Die Schule war leer. Es war still, wie in einem Sarg. Ich schlich auf den Zehenspitzen durch die Gänge und versteckte mich wie eine Maus. Ich hörte, wie sie hereinkam. Und während sie rasch durch die Flure schlichen, lud jemand seine Waffe nach. Es war meine Mutter, bin ich mir sicher. Sobald ich in einen anderen Korridor ging, sahen sie mich und riefen, da ist er. Sie rannten hinter mir her und ich rannte so schnell ich konnte in die Turnhalle. Sie war im zweiten Stock und es gab Umkleidekabinen, in denen ich mich verstecken konnte. Als ich mein Ziel erreicht hatte, öffnete ich leise die Umkleidekabine und versteckte mich darin. Meine Eltern sind da reingegangen. Sie bewegten sich leise umher und hielten ihre Waffen fest in der Hand. Sie sahen sich um und dann fing Mama an, auf die Spindel zu schießen. Papa wiederholte nach ihr und die beiden kamen immer näher. Und dann habe ich geweint. Ich wollte nicht sterben. Warum war das so? Und warum waren meine Eltern verrückt geworden? Ich öffnete meinen Spind in dem Moment, als die beiden schon darauf zielten und weinten. Ich fiel auf die Knie und flehte um Gnade. Ich bat um Verzeihung dafür, dass ich viel gespielt habe, dass ich nicht auf meine Eltern gehört habe, dass ich die Schule geschwänzt habe, um zu spielen. Und generell für alles. Und bat darum, dass sie mich nicht umbringen. Bitte, ich flehe euch an. Bobby, mach die Augen auf, sagte Mom. Aber ich weinte weiter und bat immer noch um Vergebung. Bobby, steh auf, schrie meine Mutter. Und ich öffnete meine Augen. Ich war in meinem Bett. Die Fenster waren weit geöffnet. Die Vorhänge ließen das Sonnenlicht hinein. Mama sagte inzwischen den vertrauten Satz. Spielst du wieder die ganze Nacht? In diesem Moment fasste ich mich, sprang aus dem Bett und rannte zu Mama hinüber. War es ein Traum? Es war ja ein Traum. Ja, ja, schrie ich wie am Spieß. Mama sah mich überrascht an und zupfte nervös an ihren Haaren herum. Mama, ich spiele nie mehr. Ich hatte so einen gruseligen Traum. Das würdest du gar nicht glauben. Ich bin so hungrig. Wo ist mein Frühstück? Fragte ich. Und Mama zeigte mit der Hand Richtung Küche. Ich kam glücklich herunter und sah meinen Vater. Er saß und las die Nachrichten. Ich umarmte ihn und er sagte, guten Morgen. Papa fragte überrascht, hast du etwas in deinem Spiel da gewonnen? Oder warum bist du heute so anders? Aber ich sagte, ich sei fertig damit. Der Traum sei zu unheimlich. Papa lächelte und schenkte mir Tee ein. Dann ging er, um sich für die Arbeit fertig zu machen. Als er ging, war ich schon mit dem Essen fertig und wollte das Geschirr hinter mir wegräumen. Und dann fiel die Gabel auf den Boden. Ich bückte mich, um mich aufzuheben und sah die Maske meines Vaters vom Spiel unter den Tisch. Genau dieselbe, die er in meinem Traum trug. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like da und schreibt eure Meinung zu dieser Geschichte in die Kommentare. Vergesst natürlich auch nicht, den Kanal für mehr spannende Geschichten zu abonnieren.